Ja, als ich vor 52 Jahren, 1960, von Berlin nach Paris ging, wusste ich noch nicht, dass es für eine Deutsche damals wahrscheinlich der beste Weg war, sich in der ganzen Welt mit großer Kraft dazu zu schlagen, um das Bild Deutschlands im Ausland zu ändern. Ich war ein junges Mädchen, das aus einer ganz einfachen Familie stammte. Ich war zuerst Sekretärin bei Schering, hatte kein Abitur gemacht. Mein Vater war ein kleiner Justizangestellter und meine Mutter arbeitete als Putzfrau. Meine Kindheit habe ich in den Ruinen Berlins verbracht und ich fühlte mich immer als Berlinerin. Ich gehörte nie zu West, nie zu Ost. Also ich war nie Westdeutsche oder Ostdeutsche. Ich betrachtete mich immer als eine wiedervereinte Deutsche. Und in Frankreich angekommen, bemerkte ich aber, dass man Vorurteile gegenüber meinem Land Deutschland hatte. Und ohne jegliches Schuldgefühl habe ich mich entschlossen, mit Begeisterung meine Pflicht als Deutsche nach dem Nationalsozialismus zu erfüllen. Viele damals nach dem Krieg haben geholfen, geduldig beim Wiederaufbau der Häuser, der Städte und der Wirtschaft. Ich wollte dazu beitragen, ein neues Bild von Deutschland zu schaffen, indem ich mich immer auf drei Punkte stützte. Zuerst nicht zu erlauben, dass ehemalige aktive Nazis wieder ein Land regieren konnten, Bundeskanzler Kiesinger, die NS-Verbrecher zu bestrafen und dann auch Solidarität zu beweisen mit den Juden, die verfolgt wurden, und die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel zu verteidigen. Am 7. November 1968 hier in Berlin in der Kongresshalle, als ich dem Bundeskanzler Kiesinger ohrfeigte, ich setzte mein Leben auch aufs Spiel, denn ich hätte ja erschossen werden können, wusste ich, dass ich mit dieser Geste etwas erreicht hatte. Es war eine Ohrfeige für Deutschland, die der deutschen Jugend einen ehemaligen Nazi-Propagandisten aufgezwungen hatte. Am Abend selbst sagte Serge, mein Mann, zu mir, du wirst lange warten müssen, bis Deutschland sich dir gegenüber erkenntlich zeigt. Aber du wirst sehen, wenn du alt bist, kommt es. Meine Beziehungen zu den beiden deutschen Staaten waren sehr stürmisch. Ich saß mehrere Mal im Gefängnis in Köln, in der BRD. Und die DDR verschloss mir ihre Türen, nachdem ich mich in Warschau und Prag angekettet hatte, um gegen Antisemitismus und Repression zu demonstrieren. Aber wo Gewalt gegen Menschen angewendet wurde, habe ich protestiert. Das heißt, in südamerikanischen Diktaturen. Ich habe mich für die Menschenrechte eingesetzt in Bolivien unter Banzer 1972, in Argentinien und Uruguay gegen die Militärjunta im Jahre 1977. Ich stand vor dem Palais de la Moneda von Pinochet in Santiago. Ich demonstrierte gegen Stroessner in Ancione 1984. Und ich habe das Versprechen der Alliierten eingelöst, dass die NS-Verbrecher nach dem Kriege verfolgt werden müssen, wo auch immer sie sind. Nicht nur in Deutschland, in Südamerika, aber auch in Damaskus, wo Assad der rechten Hand von Adolf Eichmann, Alois Brunner, Schutz gewährt hat. Und mit dem Gesetz Lex Klarsfeld genannt, konnten wir mit diesem Gesetz 1975 die Bestrafung der NS-Verbrecher erreichen, die in Frankreich tätig waren. Es beendete mit dem Lischka-Prozess 1980 in Köln. Und wir konnten hiermit, Serge und ich, den juristisch-deutschen-französischen Streit beenden und die deutsch-französische Freundschaft verstärken, für die sich das Ehepaar Serge und Beate schon seit 52 Jahren eingesetzt haben. Und das hoben auch alle französischen Staatspräsidenten hervor, wenn sie uns ehrten. Ich wurde als Deutsche nicht nur in Frankreich ausgezeichnet, sondern auch in den Vereinigten Staaten, durch die ich jahrelang reiste, als ich meine Vorträge hielt in jüdischen Gemeinden und in Universitäten. In Israel, wo ich mit meinen Kindern als Gast in den Ferien in die Kibbutzim verbrachte. Und viele Juden haben gelernt, Deutschland an meinem Beispiel zu schätzen. Und ich habe eine feste Brücke geschlagen zwischen dem jüdischen Volk und Deutschland. Ich wurde auch dafür zweimal von der Knesset für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Und während all dieser Jahre sind Serge und ich ein ganz normales Ehepaar geblieben. Und ich bin immer noch die Hausfrau. Unser Sohn Arno war Rechtsanwalt in New York und in Paris. Er ist heute Conseiller d'État. Ich weiß es nicht im Deutschen zu übersetzen, aber es gibt es in Deutschland nicht, weiß ich. Er ist auch Präsident des französischen Büros für Immigration und Integration. Unsere Tochter ist auch Rechtsanwältin, mit einem Italiener verheiratet. Ich habe zwei Enkelkinder, wir haben zwei Hunde und zwei Katzen.
Und seit mehr als einem halben Jahrhundert habe ich versucht, eine exemplarische Deutsche zu sein und Deutschland zu ändern. Und ein Beispiel hierfür ist, dass am 18. März die Wähler zwischen zwei Symbolen zu wählen haben. Ein Mann, der in der DDR für die Bürgerrechte gekämpft hat, und eine Frau, die in der BRD gegen das Überleben des Nationalsozialismus angekämpft hatte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Glasfeld.